Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und hier geht es wieder einmal um YouTube Traffic, das heißt, wie man mehr Besucher, mehr Klicks bekommen kann. Und heute geht es um das Thema dieses Social Sharing oder dieses Teilen auf den sozialen Medien und auf den Bookmarking-Seiten. Und da möchte ich Ihnen heute ein paar Tipps an die Hand geben. Das hilft aus dem Grund, weil man heute sein Video auf den verschiedenen Plattformen wie Facebook, Twitter, Xing und so weiter teilt. Das hilft auf folgende Art und Weise, dass man nämlich Backlinks bekommt. Das heißt, es zeigt ein Link von so einem von Google angesehenen Plattformen auf Ihr Video zurück. Das hilft auch beim Ranking und das ist der Grund dafür, warum man das machen soll. Und da gibt es jetzt einige Tipps und Tricks. Am einfachsten ist es, wenn Sie einfach Ihr Video aufgenommen haben, dann können Sie ja erstens in den Kanaleinstellungen festlegen, dass es, ich glaube, momentan ist es Google Plus, Facebook und Twitter, auf die man sofort teilen kann. Dann wird Ihr Video sofort, wenn Sie das hochgeladen haben, auf diese Plattformen automatisch gepostet. Das ist mal Tipp Nummer 1, den ich Ihnen geben kann. Dann können Sie, wenn Sie das Video aufrufen, hier unten auf Teilen klicken. Und dann haben Sie hier unten schon mal weitere Möglichkeiten, wo Sie Ihr Video noch teilen können. Zum Beispiel auf Blogger, auf Reddit, auf Tumblr und so weiter. Da klicken Sie einfach drauf, loggen sich ein und klicken auf, keine Ahnung, bestätigen oder was da auch immer dann steht. Und dann postet Sie Ihr Video auch auf diese Seiten. Das ist einmal die einfachste Methode, die eigentlich auch am wenigsten Zeit kostet und vor allem noch kostenlos ist. Und dann gibt es auch im Internet die verschiedensten Dienste, die, wo man mehrere Plattformen auf einmal quasi posten kann. Das heißt, man muss sich dann dort einmal anmelden, man muss ein Passwort festlegen und dann kann man wirklich per Knopfdruck auf verschiedene Plattformen das Video posten. Und da gibt's, das schießt aus der Erde wie Gras teilweise diese Dienste. Leider verschwinden sie auch teilweise wieder genauso schnell. Drum empfehle ich jetzt hier nur Onlyvire. Onlyvire ist zwar kostenpflichtig, ich zeige Ihnen das jetzt mal. Das ist die Seite Onlyvire. Da kann man auf 50 so Social Media und Social Bookmarking Seiten posten. Das funktioniert, das heißt, ein Video, ein Knopfdruck und Onlyvire postet das auf 50 solcher Dienste. Da melden Sie sich einfach an. Dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie Sie bezahlen können, verschiedene Accounts, verschiedene Tarife, wo man auch noch mehr posten kann. Lesen Sie sich da einfach rein. Das würde jetzt da wirklich das Video sprengen. Und dann haben Sie hier wirklich viele, viele Backlinks. Wenn Sie einen absoluten Turbo aufsetzen möchten, ich habe da zwar selber keine Erfahrung, ich habe nur mal zugeschaut, dann gibt es einen Dienst, der nennt sich TriPro. Das ist TriPro, das ist alles, was ums Teilen geht auf diesen Social Media Plattformen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das ist nämlich jetzt die Multiplikation von Onlyvire. Das heißt, auf TriPro sind lauter Leute, die bei Onlyvire alle Accounts benutzen. Und auf TriPro kann man sich gegenseitig austauschen. Das heißt, wenn jetzt Sie das Video von dem teilen auf Ihren Plattformen, dann teilt auch der Ihr Video auf seinen Plattformen. Und das ist nicht auf 1 zu 1 begrenzt, sondern Sie können sich hier Freunde suchen, so auf die Art wie Facebook, sich mit denen gleichzeitig vernetzen und dann auch automatisieren, dass wenn Sie ein Video hochladen, dass das gleich bei allen auf deren Plattformen geteilt wird. Das geht auch so ein bisschen mit Punktesystem, man muss selber teilen, damit man wieder Punkte bekommt, dass auch Ihr eigenes Video geteilt werden kann. Da müssen Sie sich bitte reinlesen. Es ist rein auf Englisch und Sie sollten hier wirklich Englisch können, weil ich habe noch keinen deutschsprachigen, ehrlich gesagt, entdeckt. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle, weil es geht ja nicht darum, dass Sie jetzt den großen Traffic erhalten von diesen Plattformen der anderen, sondern es geht um die Backlinks. Für Google und YouTube ist das ein hoher Mehrwert, weil die sehen, wow, das Video, das geht ja überall rum, das wird überall im Internet vernetzt. Das heißt für die, dass es gut ankommt. Aber auch hier sollten Sie es nicht übertreiben, wenn Sie jetzt wirklich diesen Königsweg nutzen möchten. Denn wenn man zu schnell auf einmal Backlinks bekommt, dann kann es auch sein, dass das abgemahnt wird, dass es erkannt wird, dass hier eine Maschine dahinter ist. Also das sollte man auch langsam steigern.
Und ja, das sind so die Tipps. Lesen Sie sich, wenn Sie wirklich möchten, bei Onlywire und bei 3Pro ein bisschen rein. Es würde jetzt wirklich alles sprengen, wenn ich hier noch näher drauf eingehen würde. Es kommt dann auch auf einen ganz schönen Betrag. Das heißt, man ist hier, glaube ich, auf sicher $200 mit Onlywire und 3Pro zusammen, weil man wirklich die großen Accounts nutzt, wo man endlose Sharings hat und so weiter. Es sei jetzt nur gesagt, weil mich hat es damals begeistert. Ich habe da wirklich einen Marketer gesehen, der hat, sobald er ein YouTube-Video hochlädt, also wirklich, sobald er es hochlädt, hat der 2000 Klicks drauf. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Das hat auch nicht mit dessen Abonnenten zu tun, denn auch die bekommen es nicht ganz so schnell mit. Der hat wirklich innerhalb von 3Pro, der hatte, glaube ich, 50 Freunde in 3Pro, der hat einfach auf den Knopf gedrückt. Das wurde dann automatisch verteilt. Der hat sofort unzählige tausende Backlinks bekommen und auch Klicks im Video. Wirklich eine tolle Sache. Wenn Sie möchten, lesen Sie sich hier rein. Und ja, wie gesagt, es gibt auch andere Dienste, habe ich ja schon gesagt, die vielleicht auf 20 Netzwerke das teilen. Suchen Sie da ein bisschen rum. Sie werden sicher fündig. Gut. Das war's jetzt zu diesem Tipp und zu diesem Video. Es gilt wieder wie immer, Daumen hoch, wenn es Ihnen gefallen wird. Also gefällt mir. Sie können mir gern Ihre Kommentare drunter posten. Und irgendwo im Video finden Sie den Link, wo Sie mit einem Klick meinen Kanal abonnieren können. Dann werden Sie auch immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Gut, das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.